Was ihr da seht, ist ein Paar, welches das Videospiel Dreammaker spielt. Der Gentleman dort übernimmt am Tablet die Rolle des Traumgottes Morpheus und kann nach seinem Belieben Traumobjekte in den Traumraum stellen. Im Traumraum befindet sich der Assistent von Morpheus. Wie ihr hier schon sehen könnt, übernimmt die Lady mit der Hilfe der HTC Vive diese Rolle. Oh, die Lady hat einen Brief auf dem virtuellen Boden gefunden. Darin steht: Lieber Morpheus und lieber Assistent, ihr müsst einen Traum für einen Jungen innerhalb von 2 Minuten machen, bla bla bla. Aha, da steht auch noch, dass man den Traum zuerst erstellen kann, wenn man beim beigefügten Rätsel herausfindet, welche 2 Traumobjekte zusammen kombiniert werden müssen, um den Traum zu vollenden. Wenn das so ist, muss das Paar wohl nachdenken. Oh, der Gentleman scheint das Rätsel gelöst zu haben. Die richtige Kombination ist das Herz und Hufeisen. Wer hätte das gedacht? Nun muss er sie nur noch in das Portal schieben und die Traumobjekte erscheinen im Traumraum. Die Lady kann nun das Hufeisen mit dem Herz verbinden. Wenn sich 2 Traumobjekte im Spiel verbinden, werden nie dagewesene Gestalten hervorkommen. Gestalten, die nicht uns... Was ist das für ein Gequengel? Ein Baby? Warum weint es? Und warum ausgerechnet jetzt? Oh nein, sie wird doch nicht. Sie muss doch nur die beiden Objekte miteinander verbinden. Jede weitere Sekunde, in der ich unser Baby weinen höre, wird die Lautstärke meiner läutenden Alarmglocke verzehnfacht. Und gerade ist es lauter als das Zuklappen einer Schere von einem Pistolenkrebs. Also nein, ich gehe jetzt zum Baby. Wird die Lady ihr Baby erfolgreich zum Einschlafen bringen? Wird der Gentleman es schaffen, das Spiel alleine zu meistern? Die Lady hat mit Bravour das Baby schlafen gelegt. Aber der Typ hier hat es voll vergeigt, dass er überhaupt geglaubt hat, dass er ein kooperatives Spiel alleine meistern kann. Sprechen Sie über mich. Über wen denn sonst? Siehst du hier noch einen anderen Schwachmaten? Kommen Sie schon, Sie haben mich vorhin erst als Gentleman genannt und jetzt müssen Sie mich gleich auf die Weise beleidigen? Nur Schwachmaten denken, man könnte ein kooperatives Spiel alleine meistern. Aber das reicht dir wohl nicht. Hast recht, wenn ich es mir jetzt so überlege, dann bist du eigentlich viel eher ein kleiner Narzisst. Aber... Oder, habe ich gefragt? Aber ich wollte doch nur wissen, ob... Nichts wolltest du wissen, weil sonst hättest wohl dein Schwager Gary um Hilfe gebeten. Stattdessen musstest du es alleine versuchen. Hättest du dich nur ein wenig zusammengerissen und Garys langweiligen Charakter nur ein paar Sekunden, wirklich nur ein paar Sekunden ertragen. Entschuldige, Gary, aber das war nötig. Nun, liebe Leute, jetzt wissen wir zumindest, wie man ein kooperatives Spiel nicht spielen sollte.